Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im KSP Hard Mode hier bei uns. Und wir befinden uns gerade auf Duna und schaut euch das an. Ich habe die Visual Enhancement Mods installiert. Ich weiß nicht welche, ich werde sie in die Kommentare reinschreiben. Es sieht phänomenal gut aus. Nach dieser letzten sehr aufregenden Folge, jetzt also ein paar Schmankerl für die Augen. Und ich muss sagen, es sieht wirklich Wahnsinn aus. Wir befinden uns hier zwar auf Duna, ich habe mir aber auch schon Körben angeschaut. Ich habe es auch ein bisschen getestet wegen Stabilität. Es läuft soweit ganz gut. Ein paar kleine Glitches, wie immer, aber auf jeden Fall in Ordnung. Ich habe hier oben auch die Anzeige hier mal rüber gemacht, dass wir jetzt hier das nicht mehr in dem... in der Anzeige vom Strom und vom Liquid Fuel haben, vom Treibstoff. Und ich weiß nicht, ob es nicht irgendwann wirklich völlig crasht. Wir befinden uns nach wie vor im 32-Bit-Modus. Und 64 bzw. 32-Bit heißt ja die Limitierung auf 4 GB RAM. Momentan läuft es bei 7,5, 7,6 GB RAM. Da sind natürlich andere Apps auch noch dabei. Kann aber gut und gern sein, dass irgendwann auch KSP wirklich crasht. Und wir werden sehen, ob es dann funktioniert, ob schlimmerer Schaden entsteht. Ich werde das Safe Game auf jeden Fall gut aufheben. Und wir müssen jetzt hier erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir müssen ja zurück zu Körben und... Ja, die sind voll. Wir haben 3772 Delta V. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel wir für den Rückflug brauchen. Wird einiges sein, aber ich denke, wir werden genügend haben. Ich habe mich jedenfalls entschieden, ich werde diese Rakete nicht in den Orbit umkörben, zurückfliegen und dann wieder betanken und nochmal zum Einsatz. Die ist mir dann doch irgendwie zu sperrig, hat kein Hitzeschild etc. Sie ist auch nur für ganz spezielle Einsätze gedacht. Das heißt, es wäre Verschwendung, wenn wir diese Asparagus Stage nicht nutzen würden. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir könnten ja noch in ein weiteres Biom hoppen. Wir sind in den Lowlands und Thema Lowlands, schaut euch das mal an, ist mir aufgefallen beim Schneiden, was wir für ein Riesenglück hatten. Wir sind hier genau in dieser Senke gelandet, schaut euch das an, und das hat uns mindestens 500, wenn nicht 1000 Meter an Höhe gebracht, wo wir eventuell zerschellt werden, wenn wir hier gegen die Wand gedonnert werden, dann sowieso, oder ich glaube wir kamen von da, also in diese Wand. Es ist wirklich gut gelaufen, wir hatten da eine Menge Glück und ich habe auch beim Schneiden gesehen, durch den Schub, den ich gegeben habe, sind wir auf 7 Meter pro Sekunde runter und dann damit gelandet. Und trotzdem ist uns ein Landing Gear kaputt gegangen. Also mein Jubeln bei 19 Meter pro Sekunde, dass wir es geschafft hätten, war völlig zu früh. Und wir hatten mit meinem Schub am Schluss wirklich noch mehr Glück als Verstand, dass wir das auch sicher landen konnten. Aber ich bleibe dabei, verdient die ganze Geschichte. Jetzt stehen wir in den Lowlands und ich würde sagen, hier hoch zu hoppen, sollte Delta V technisch auf jeden Fall drin sein. Ich mache mal folgendes, ich werde hier mal die Stage sortieren. Ich hoffe, die ganzen roten Fallschirme sorgen nicht für Drag. Und jetzt wird also auf jeden Fall nochmal überprüft hier... nee, die wollen wir nicht zuerst anspringen. Moment mal. Das müsste uns ja dann eigentlich auch mehr Delta V bescheren. Wegen der Fuel Lines. Pam! Auf jeden Fall. Von 3,7 auf 4,1. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Und wir werden wohl den Hop hier hoch wagen. Ich habe keine Ahnung, was das uns an Delta V kosten wird. Ich weiß nur, dass wir einiges an Delta V noch haben und wir sollten es auf jeden Fall versuchen.
Denn das ist mit Materials Bay, Mystery Goo, mit Scientist an Bord einiges an Science. Auch wenn wir die jetzt vielleicht demnächst dann auch noch gar nicht ausgeben können, wegen der fehlenden Reputation. Ich mach mal Folgendes. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nochmal einen Crew Report. Den wollte ich senden. Ja, und es gibt Wolken. Hier im Hintergrund sieht man welche. Es ist alles sehr cool. Sehr, sehr cool. Was denn Ah, wir haben den Contract erfüllt. Received data surface. Transmit or recover. Wir werden hoffentlich beides tun. Dann Review. Behalten. Ihr kennt das Spiel. Wir senden nur das, was 100% gibt. Alles andere nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wenn wir senden und dann nochmal einsammeln, ob wir dann höchstwahrscheinlich kriegen wir dann den Differenzbetrag. Ist mir jetzt aber auch gerade zu blöd. Vor allem vieles können wir schwerlich nochmal sammeln. So, das schicken wir auch. Wir sollten ja mehr als genug Electric Charge haben. Und Review, das sollte es gewesen sein. Ja, in welche Richtung wollen wir abheben? Das sollten wir unbedingt uns überlegen. Wenn wir das hier so anschauen, dann wäre das Nordosten. Also genau in diese Richtung. Auf dem Nuffball. Und was haben wir hier? Ja. Es ist mir klar, wenn das schief geht, dann ist eine Menge Science im Arsch, dann sind drei Kürbis im Arsch, also vorausgesetzt wir crashen. Wenn es wir natürlich nur nicht mit dem Rückflug mit den Delta V schaffen, dann soll es mir auch recht sein. Dann können wir noch eine Rettungsmission starten, aber dann haben wir es wenigstens versucht. Ich mach mal Folgendes. Das Wetter scheint klar zu sein. Ich habe auch schon beim Time Warp, den Time Warp bemüht, damit wir hier zu Sonnenaufgang auch wirklich starten können. Wie die Grenze hier zwischen Tag- und Nachtzeit allein aussieht, das ist einfach mega, mega. Und von der Sonne hier gar nicht zu reden und den Lensflare-Effekten, absolut mega. Ich bin völlig begeistert. Ich hätte es eigentlich schon früher machen sollen. Gut, ich habe beim Time Warp gesehen, um das noch zu Ende zu sagen, dass es hier auch Sandstürme geben kann. Jetzt aber nicht. Das Wetter ist klar, deswegen sollten wir es ausnutzen. Wir fahren die Paneele und die Leitern ein. Das Service Bay lassen wir offen, weil wir die Science noch in der Atmosphäre sammeln müssen, wenn ich richtig informiert bin. Wird uns jetzt nicht wehtun und dann abheben Richtung Nordosten. Hoffentlich geht's gut, hoffentlich reicht's. Jebediah war nochmal auf dem Klo. Jetzt nochmal durchatmen und auf diesen Berg hoppen. Puh, und wir zünden. Wir heben schwerlich ab. Die Landing Gears lasse ich jetzt erstmal noch draußen. Ich denke, wir können auch mit 3/4 Schub fliegen. SAS an. Das ist nicht ganz 45 Grad, also nicht ganz Nordost, was wir hier fliegen. Dafür hier mehr rüber. Und wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Nochmal weiter rüber. Dass wir auch gar nicht so hoch kommen. Ich kann es schlecht sehen, so ist es noch besser. Sehr gut. Ja, so bin ich ganz zufrieden. Ich lenke nochmal zurück und cutte die Engine. Wir machen mal Folgendes. Machen Crew Report. EVA werde ich mich wohl hüten. Wir sind hier in der untersten Atmosphäre.
steht nicht dafür, dieses Risiko. Oder sollen wir es riskieren? Ich weiß nicht. Duna ist ja eigentlich relativ niedrige Atmosphäre. Aber die untere ist natürlich dann schon auch trotzdem. Wir steigen noch. Wir müssen uns also erstmal keine Gedanken machen. Wir müssen uns eher hier Gedanken machen, dass wir hier alle Science... Lock Temperature, ja, das überschreiben wir jetzt. Das wollte ich ja vorhin gar nicht. So, wir sind immer noch in den Lowlands. Und richten uns jetzt hier gleich mal Retrograde aus. Ich werde jetzt hier auch die Hilfe bemühen müssen. So, was machen unsere Tanks? Ja, ein bisschen Treibstoff haben wir noch. Bitte SAS, hallo? Ist zu viel des Guten. Vor allem, wir brauchen es noch gar nicht. Wir sollten erstmal hier... Highlands. Jetzt sind wir in den Highlands. Können wir jetzt hier nochmal einen Crew Report machen? Nee, können wir nicht. Scheiße. Wir machen mal Folgendes. Weil wir doch Vertikalgeschwindigkeit... Dass wir hier mal... Kommen hier zu hart rein. Ist mir ein bisschen zu heftig. Wir müssen hier mal nochmal hoch. Wir haben extreme Horizontalgeschwindigkeit. Ich muss die jetzt erstmal ausmerzen. Bleib mal bei Retro. Dass wir hier mal auf jeden Fall sicherer runterkommen. Auch ohne Fallschirme. Es ist jetzt nicht ganz so gerade, wie ich es mir vorstelle. Aber es sollte noch in Ordnung sein. Okay, was ist jetzt hier wieder kaputt gegangen? Okay, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Hätte jetzt schlimmer laufen können, ist jetzt alles schneller gegangen als gewünscht. Wir fahren die Dinger aus. Und warum ist es so dunkel? Wir sind doch zum Sonnenaufgang gestartet. Und hier sollte eigentlich... Ach doch, cool. Wir sind hier im Schatten. Wir sind immer noch nicht ganz hier hochgekommen. Wir sind im Schatten der Sonne. Deswegen ist es jetzt hier auch dunkler. Kriegen wir jetzt hier... Okay, wie viel Delta, wie haben wir? 3491. Okay, ich würde sagen, das war okay. Wir machen Folgendes. Wir gehen mit Bob raus. Nehmen die Data. Nehmen die. Loggen die nochmal. Loggen die nochmal. Ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall rentiert, dieser kleine Hops. Hat sich auf jeden Fall rentiert. Unsere drei Körbel sind auf jeden Fall mega, mega erfolgreich bisher. So, wir nehmen das noch. Observen das. Restoren das. Jetzt müssen wir hier noch runter. Na, na, na. Mach mir die Rocket nicht kaputt. So, jetzt sind die ganzen mittleren Landing Gears weg. Hier ist nur noch eine.
soll aber auch okay sein. Und EVA Report, Surface Sample und Plant Flag. Und ist vielleicht ein bisschen zu nah an den Schubdüsen. Ich weiß nicht, ob die den Start schafft. Hop, Klammern Hope, for Science. One hop, one small hop for Bob Kerman. One giant step for Kerbelkind. Ich glaube, dieser Satz wurde schon wirklich auch in KSP sehr, sehr überstrapaziert, deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht den groß thematisieren. Wir rennen hier rum. Können eigentlich hier unten durchlaufen, wenn es nicht backt. Die Rakete scheint mir sicher genug, Bob, dass du da unten entlang laufen kannst. Für alle, die sich fragen, was macht er denn? Ich will natürlich auf die andere Seite des Material Base. Und wir heben schwerlich ab. Muss alles an Collect Data. Collect Data. Restore. Observe. Collect. Collect. Restore. Also auch wenn ich da jetzt vieles doppelt mache, in dem Fall jetzt nicht, aber warum ist jetzt nochmal Restore? Ich werde auf jeden Fall, wenn wir hochfliegen, nochmal das Ganze zünden. Und dann werde ich es oben einsammeln und dann High Over Duna müssen wir schauen, ob wir es haben. Near Duna, ich glaube, das haben wir alles nicht. Dann müssen wir alles nochmal sammeln. So. Und deswegen wird das jetzt hier gesammelt, weil 120 Science für dieses Materials Bay, das ist es auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Okay, kurz nach dem Start können wir hier die ersten Tanks schon absprengen. Die brauchen wir nicht mehr. Und wir könnten das dann eigentlich als Basis, wir könnten dieses Teil dann wirklich in der Atmosphäre lassen. Von Körben, im Orbit um Körben, als erster Teil einer Raumstation. Schaut euch das mal an. So, hier nochmal ein Crew Report. Dunas Highlands. Den schicken wir. Nicht, dass wir den auch noch vergessen. Okay, und dann machen wir uns jetzt auf den Rückweg. Was ist das hier eigentlich? Es spackt. Zieh das hier runter. Ich kann nicht genau erkennen, was da Phase ist. Ist mir jetzt aber auch Wurst. Wir müssen uns jetzt natürlich noch um den Face Angle kümmern. Was haben wir? Wie klar das jetzt auch aussieht, das ist mega, mega. So, da haben wir natürlich schon einiges. Eigentlich müssten wir warten, bis Kerben hier ist. Oh je. Sollen wir da
Was haben wir denn an Contracts? Okay, das Raumfahrtprogramm ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Gilly ist auch nicht in Reichweite. Aber wir könnten eins mal machen. Wir machen mal Folgendes. Wir gehen hier ins Space Center. Und... schauen. Mega, oder? Schaut euch das an. Die Berge im Hintergrund, der Himmel. Das Wasser muss ja auch mega jetzt sein. Das werden wir dann hoffentlich bei der Landung demnächst irgendwann mal sehen. Und wir gehen also hier rein. Haben 5 freie Plätze. Temperature Surveys of Eve. Das ist jetzt auch die Frage. Ah nee, das machen wir natürlich nicht. Wieder in irgendwelchen... in der Atmosphäre auch noch genau. Das ist mir dann doch zu heftig. Recover Chapter and his debris. Ja, genau. Explore Gilly. Ah, der Gilly Contract ist jetzt... wir hatten 2 Gilly Contracts. Land on Gilly. Glaub, den nehmen wir auf jeden Fall. Expires Never, den nehmen wir auf jeden Fall. Puh, schaut euch mal die Kohlen an. Und Science. Okay. Wir machen Folgendes. Wir... warpen ein bisschen. Science Data from Surface of the Moon. From Space Around Eve. Schaut euch das alles an. From Space Around Eve. Fly by Gilly. Ich würde sagen, from Surface of the Moon nehmen wir, from Space Around Kerben nehmen wir und Science Data from Space Around Eve nehmen wir auch. Und dann wisst ihr, was wir machen. Wir gehen hier rein. Und fliegen hier mal ein paar Sachen. Ich glaube erstmal Eve. Eve Probe, Orbiting Eve. Mal einen Schluck trinken, ihr kennt das. Bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Zieht sich ewig. So, was machen wir? Natürlich das Geringste. Wir nehmen die Temperature und transmitten die einfach mal, damit wir geschenkte 58.000 2 Science und Reputation bekommen. Und dann machen wir Folgendes. Können wir hier vielleicht gleich wechseln, dass wir auf Kerben Focus View. Ja, hier sieht man schon Wolken. Genial, genial, genial. Christina Landry's Craft. Okay, die können wir alle nicht machen. Switchen wir mal zu 1B. Ich weiß, einer hat, glaube ich, gar keine Temperaturmessung mehr. Der aber schon. Log Temperature. Transmit, Contract für uns, immerhin 2 Science, 1 Reputation geschenkt
Und dann natürlich noch Surface of the Man Focus View. Das wird unsere liebe Christina erledigen. Und dann haben wir ohne Aufwand, nur mit ein bisschen Ladezeit, drei Contracts erfüllt, die nicht die Welt mittlerweile mehr bringen, die Resources, keine. Interessant. Temperature, Review, Transmit. 36.000, 2,2, auch gut, noch besser. Ach, der Bill, Christina ist ja auf Minmus, genau. So, da haben wir jetzt einige Contracts wieder. Und wir können wieder ins Space Center wechseln. Ja, so gefällt mir das. Jetzt geht's richtig vorwärts. Und ich bin nach wie vor wirklich sehr, sehr froh, dass wir die Strategie abgebrochen haben, die wir da... So, 222 gehen wir mal. Und schauen hier nochmal rein. From Space Around the Moon. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Fly by Gilly. Position Satellite in an Equatorial Orbit. New Unmanned, okay. Den nehmen wir jetzt auch mal. Ich glaube, den nehme ich auch. Dann machen wir jetzt als nächstes Gilly. Ich habe eigentlich mir geschworen, dass ich mir die Contracts erstmal ein bisschen besser anschaue. Aber ganz ehrlich, was kann bei Gilly großartig schief gehen? Und wir können uns auch mal wieder einen Fehler erlauben. Explore Gilly. Ja, das können wir mit einer Sonde machen. Das ist sehr gut. Bye bye Gilly. Around the Moon. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, können wir das? Hier sieht man schon ein bisschen das Wasser. Diesmal am Tag. Sehr, sehr cool. Bisher läuft es auch stabil. Ich kann mich da gar nicht beklagen. Jetzt müssen wir, wie gesagt, auf Orbiting the Moon. Science Data from Space Around Moon. Die Science. Science. Ach, das war ja der. Das war der Pappenheimer, der keine hat. Und da ist es Shipwreck. Wir haben keinen. Das ist bitter. Aber ich glaube, wir können es ja so machen. Wir können EVA machen. Ich glaube, mit EVA müsste es dann auch erfüllt sein. Machen wir einen EVA-Report. Ham, Borden, Review und schick den mal bitte. Jawohl. Da haben wir ihn. Passt.
Und wir können wieder ins Space Center wechseln. Haben jetzt Gilly. Wir könnten uns auf Gilly jetzt mal vorbereiten. Ich denke, das mache ich in der nächsten Folge. Werden wir unsere Probe dahingehend abändern, dass wir auf Gilly landen können. Okay, und bevor ich jetzt hier schließe, schauen wir uns nochmal an, wo denn Duna sich befindet. Dass wir auch einigermaßen den richtigen Winkel bekommen. Okay, ich sage an dieser Stelle ciao, bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch oder sogar ein Abo. Die Serie geht auf jeden Fall weiter. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Tschüss!